Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde RimWorld. Moin Leute, hier ist der Danger Seeker. Schön, dass ihr einschaltet. Eins vorweg, ich habe null Ahnung von diesem Game. Ich starte es zum ersten Mal. Und ja, lasst uns doch mal zusammen gucken, wie ich das so zocken lässt. Wir könnten ja das Tutorial spielen. Willkommen bei RimWorld. Auf diesem was wird konfiguriert, wie deine Welt generiert werden soll. Die Standardeinstellungen hier sind gut. Klicke auf Generieren. Okay, wir generieren eine Welt, Leute. Oh, holy moly moly. Was heißt das? Hier wählst du deinen Startplatz aus. Klicke auf einen gemäßigen Wald, hellgrün, ohne braune Hügel. Klick dann auf Weiter. Nutze den Geländetab, wenn du mehr über das ausgewählte Feld erfahren möchtest. Okay. Gemäßigter Wald. Wälder voller Laubbäume, durchsetzt mit fruchtbaren Lichtungen und zahlreichen Tierarten. Gesteinsarten, Schiefern, Kalkstein, Höhe, okay, Durchschnittstemperatur minus 7 bis 22 Grad. Oh, das klingt ja irgendwie hier nach Norden. Yo. Wachstumsperiode 6. ab 3. 6. September. Okay, alles klar. Ja. Gut, machen wir. Was müssen wir da machen? Dann klicken wir auf Weiter. Oha. Wähle nun die Charaktere aus, die du verwenden möchtest. Ziehe einen Charakter aus der Liste der zurückgelassenen Charaktere unten in die Liste der ausgewählten Charaktere oben. Optional kannst du einen Charakter anklicken, um ihn zu inspizieren. Was haben wir denn ausgewählt? Eine Gärtnerin, Rekrutiererin, Niedriglohnarbeiterin. Das klingt doch gar nicht schlecht, ne? Oh shit! Ich glaube, wir lassen das so, wie es war. Bilder, wir können sogar die Namen ändern. Alles gut, lassen wir so. Klicke auf was? Auf die zufällig Schaltfläche, um Charakter zu erzeugen. Au, oh, achso. Super, du kannst kein. Ja. Aber ich wollte eine Gärtnerin noch haben. Försterin, ah scheiße, Försterin würde auch gehen. Techniker klingt auch nicht schlecht. Okay, jetzt können wir die Karte generieren, Leute. Der Krach von Sirenen und berstendem Metall hallt durch eure Ohren, als ihr zu dritt aus eurem Kryptoschlaf erwacht. Trotz Explosionen und entweichender Atemluft schafft ihr es gerade noch, die Rettungskapseln zu erreichen und euch ins All zu katapultieren, bevor euer Raumschiff auseinanderbricht. Einige Zeit später landet ihr auf diesem unbekannten Planeten am Rande der Galaxie. Um euch herum schlagen noch die letzten Trümmer des zerstörten Raumschiffes ein. Als ihr damit beginnt, Pläne für euer Überleben zu schmieden. Okay. Oha. So. Nun bist du auf deiner Welt gelandet. Versuche die Kamera zu bewegen. Nutze hierzu WASD oder klicke und ziehe mit der mittleren Maustaste. Probier es aus. WASD. Und mit der mittleren Maustaste geht das auch. Kannst rein und rauszoomen. Oh ja, kann ich. Kannst die Zeit anhalten. Das bedeutet, dass du dich nie beeilen musst. Du kannst das Spiel jederzeit pausieren und in Ruhe Befehle erteilen.
Versuche das Spiel mit der Space-Taste oder mit dem Zeitsteuerelementen unten rechts zu pausieren. Kannst die Zeit auch beschleunigen. Versuche Zeit mit den Tasten 1, 2 und 3 oder mit den Zeitsteuerelementen. Hä? 1, 2, 3. Super. Stelle nun eine Lagerzone, damit die Kolonisten wissen, wo sie ihre Waren lagern sollen. Klicke unten links auf Tab Architekt. Jo. Und dann auf Zone. Lagerzone. Klicke und ziehe ein Quadrat, wie auf der Karte angezeigt. Klicke mit der rechten Maustaste, um den Erstellmodus zu beenden. Damit deine Kolonisten die Objekte in die Lagerzone bringen können, musst du deren Verbotsmarkierung entfernen. Klicke auf deine Startobjekte, um sie auszuwählen. Klicke auf die Schaltfläche erlauben, um sie zu erlauben. Ach. Profi-Tipp: Doppelklicke auf ein Objekt, um alle Objekte desselben Types auf dem Bildschirm auszuwählen. So, was nun? Ziehe einen Rahmen um alle Objekte, die du erlauben willst. Habe ich doch. Wieso habe ich denn nur einen Kampfmodus? Architekt, Befehle. Achso. Erlauben. Dann. Ah, jo. Jetzt knacken die erstmal eine Runde. Ach, hier ist ja noch mehr. Strukturen. Wähle Wand aus. Jo. Wand aus Holz. Jo. Baue eine Tür in eine Wand. Deine Kolonisten werden nun den Raum bauen. Jetzt brauchen sie einen Platz zum Schlafen. Platziere 3 Betten im Inneren des Raumes. Findest die Betten unter Möbel. Du kannst die Tasten Q und E drücken, um das Bauwerk zu drehen. Möbel, Bett. 1, 2, 3. Wunderbar. Du brauchst doch etwas Licht im Inneren des Raumes, sonst bekommen deine Kolonisten im Dunkeln schlechte Laune. Baue eine Fackel im Inneren des Raumes. So, damit dein Haustier bei dir schläft, solltest du einen Tierschlafplatz im Inneren des Raumes platzieren. Schlafplätze sind keine echten Bauwerke, es sind einfach nur Plätze auf dem Boden, die zum Schlafen gedacht sind. Tierschlafplatz. So, nu, deine Kolonisten brauchen einen Ort oder eine Tätigkeit zum Entspannen, sonst werden sie mit der Zeit unglücklich. Baue draußen in der Nähe des Raumes einen Hufeisenstab. Entspannung, Hufeisenstab. So. Wird gebaut, deine Kolonisten werden etwas zu essen brauchen, also platziere eine Anbauzone wie auf Karte gezeigt. Hier werden deine Kolonisten Pflanzen anbauen. Zone, Anbauzone. So. Du kannst festlegen, welche Pflanzen deine Kolonisten in einer Anbauzone anbauen sollen. Rechtsklicke, um den Architektmodus zu beenden. Klicke auf eine auf deine Anbauzone, um sie auszuwählen.
Klicke unten auf den Pflanzenselektor und wähle Reis aus. Okay. Wie mache ich das denn? Da. Reispflanze. Rüste deine Kolonisten wie folgt mit den Startwaffen aus. Klicke auf einen Kolonisten, um ihn auszuwählen. Rechtsklicke auf die Waffe deiner Wahl. Klicke auf Bewaffne dich im Kontextmenü. Kann ich jetzt nur rechtsklicke auf die Waffe deiner Wahl. Ich hab keine Waffe. Du bist für jeden Kolonisten. Ja, ist ja schön und gut, aber... bewaffnete Kolonisten. Ja, ich versuch's ja. Aber bin ich deppert? Keine Waffen zuweisen, wie soll denn das gehen? Ach Gott. So, meine Güte, Leute. Haben wir es. Exzellent. Jetzt musst du einen Herd bauen, um Essen zu kochen. Baue einen Herd im Innern des Raumes. Na klar. Architekt, Produktion, Herd. Muss den Kolonisten sagen, was sie kochen sollen. Kochaufgaben werden direkt am Herd hinzugefügt. Sobald eine erstellt wurde, kümmern sich die Kolonisten automatisch darum. Warte, bis der Herd fertig gebaut ist. Klick auf dem Herd in den Mauswählen. Öffne den Tab Aufgaben. Herd Aufgaben. Da. Aufgabe hinzufügen. Einfache Mahlzeit kochen. Klicke auf das Pluszeichen, um die Anzahl auf 10 zu erhöhen. So, jetzt werden deine Kolonisten etwas Leckeres kochen. Etwas kochen. Lecker. Als nächstes bauen wir Mineralien ab. Ich habe in der Nähe deiner Basis ein abbaubares Stahlreste-Vorkommen erzeugt. Wähle den Befehl Gestein abbauen und markiere das Vorkommen, um es abbauen zu lassen. Brauchst du auch etwas Holz? Markiere ein paar Bäume, die gefällt werden sollen. Befehl Holz hacken. Und
kannst kontrollieren, welche Arbeiten deine Chronisten verrichten sollen. Öffne den Tab Arbeit am unteren Bildschirmrand. Kannst du die Checkboxen festlegen, welche Arbeiten von wem verrichtet werden sollen. Die Kolonisten erledigen die Aufgaben der Reihe nach, von links nach rechts. Versuche nun, einige Einstellungen zu ändern. Vorsicht, Kolonisten befolgen immer ihre Arbeitsprioritäten. Selbst wenn sie dabei dumme Dinge tun. Ein vernünftiger Arbeitsplan ist in RimWorld sehr wichtig. Stelle die Prioritäten mit Bedacht ein und überprüfe sie regelmäßig. Okay, um Fortschritte zu machen, musst du neue Technologien erforschen. Baue einen Forschertisch aus Holz im Inneren des Raumes. Und als nächstes noch aus, was da forscht werden soll. Öffne den Tab Forschung. Wähle nun ein Projekt aus, das zuerst erforscht werden soll. Es wird eine Weile dauern, bis der Forschertisch fertig gebaut ist. Achte darauf, dass genügend Holz vorhanden ist. Wenn es so lange dauert, nutze den Tab Arbeit, um weitere Kolonisten beim Baum mithelfen zu lassen. Drogenherstellung? Holy moly. Mieden ist gut. Jetzt erforschen wir doch mal, ne? Oder auch nicht, jetzt pennen sie. Als nächstes lernst du, wie man das Heimatgebiet erweitert. Die Kolonisten werden nur im Heimatgebiet Böden reinigen und Brände löschen. Brände oder Schmutz außerhalb des Heimatgebietes werden ignoriert. Das Heimatgebiet wird automatisch hinzugefügt, wenn du etwas baust. Du kannst es aber auch manuell erweitern. Wähle das Tool Heimatgebiet erweitern und zeichne einen neuen Bereich auf der Karte. Detect Zone, Heimatgebiet erweitern. So, das Tool Dach bauen, erweitern definiert, wo deine Kolonisten versuchen werden, Dach zu bauen. Dieser Bereich wird automatisch gesetzt, wenn ein neuer Raum gebaut wurde. Wähle das Tool Dach bauen, erweitern und zeichne die Form eines Vordaches an der Vorderseite des Hauses. Okay. Gut gemacht. Deine Kolonie ist in guter Verfassung. Früher oder später werden Feinde deine Kolonie überfallen. Es ist an der Zeit, sich darauf vorzubereiten. Wähle den Befehl Sandsäcke aus und platziere die Sandsäcke im Mittel des Klicken und ziehen im markierten Bereich. Sicherheit, Sandsäcke. Wie geht es nicht? So, nur aber. Warten wir einfach ab, bis alles fertig gebaut ist. Am Wege in die Nutzung des Tabs Arbeit, um weitere Kolonisten beim Bauen mithelfen zu lassen. Außerdem kannst du die Zeit beschleunigen, um die Wartezeit zu verkürzen. Sobald alles gebaut ist, schicke ich einen Angreifer, um deine Verteidigung zu testen. Was soll ich jetzt tun? Ja.
jetzt einen Raider geschickt, der deine Kolonie angreifen wird. Erstens pausiere das Spiel mit Space. Lies dir den roten Brief am rechten Bildschirmrand durch. Überfall die Kröten. Eine Gruppe Piraten der Fraktion Die Kröten ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sofort angreifen. Aktiviere den Kampfmodus deiner Kolonisten, indem du sie auswählst und auf Schaltfläche Kampfmodus drückst. So. Schicke deine Kolonisten via Rechtsklick in den gebauten Verteidigungsbereich. Stell sie möglichst nah an den Sandsäcken. Dann geh doch dahin. Sehr gut. Verwende nun denselben Befehl, um den Kampfmodus bei jedem Kolonisten zu beenden. Ziel ist es, deine Kolonisten wieder ihre täglichen Aufgaben nachgehen zu lassen. Hier endet das Tutorial. Es gibt noch viel mehr zu lernen, besonders in Bezug auf Gefangene, Jagen, Handeln und Tierzähmen. Doch die Grundlagen beherrschst du bereits. In diesem Tutorial sind Zufallsereignisse deaktiviert. Um das wahre Spiel zu erleben, öffne das Menü unten rechts, wähle Optionen, klicke links auf Spielmechanik, klicke auf Erzählereinstellung ändern, wähle deinen Erzähler und Spielstil. Viel Glück und gute Unterhaltung. So Leute, alles klar, das war RimWorld. Ganz interessant, wie ich finde. Da werde ich auf jeden Fall am Ball bleiben. Ich hoffe, ihr auch. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.